Tschüss. Hey Leute, was geht ab euch? Und willkommen hier zu einer neuen 20-Uhr-Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Heute Abend um 21 Uhr wird es das Flash Sale Event geben. Es werden nur Packs sein. Also mal gucken, was man in diesen Packs bekommen kann. Es wurde schon geleakt, dass man Stevie G ziehen kann. Also je nachdem, vielleicht gibt es wieder irgendwie so ein Angebot, wo man den Token bekommt. Mit diesen Token kann man sich Stevie G holen, ich weiß es noch nicht. Wir werden es spätestens um 21 Uhr fahren, das heißt die morgige 20 Uhr Folge, ja, wird daraus bestehen, sicherlich das ein oder andere Free-to-Play Flash-Sale-Pack zu öffnen. Heute kann ich es noch nicht machen, weil heute ist das Flash-Sale-Event leider noch nicht draußen. Also es wird wahrscheinlich ein Pack-Event sein. Davon gehe ich aus. Genau. Und am Donnerstag hoffentlich auch die Eldorado-Aktualisierung. Donnerstag bin ich ja wieder live. Donnerstag ab ca. 2020 plane ich das ja immer ein, Leute. Also nach der 20-Uhr-Folge am Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ja, Wolski. So, Leute, als erstes hole ich mir hier... Wo waren die Münzen? Wo konnte ich die Münzen abholen? Ich glaube, bei der Goldstadt, genau. Hier bei der Goldstadt, weil ich bin... beim Goldpfad. Huch, da habe ich es verwechselt. Da bin ich nämlich... Oh, ich hole mir jetzt hier die 3 Millionen Münzen ab und bin beim Ederson-Pfad. Meister Ederson. Übrigens, Goldstadt habe ich noch nicht gespielt. Das bedeutet, da habe ich dann auch nochmal 1000. Dann bin ich fast da und dann muss ich halt Ederson noch. Also es wird knapp mit Pelé. Ich gebe mein Bestes. Weil ich würde sehr, sehr, sehr gern den guten Pelé bekommen. Man muss mitberechnen, dass ich beim VIP-Level jetzt fast auf VIP 14 bin. Bedeutet, ich kriege dann hier nochmal 15.000 Gems. Damit könnte man sich dann nochmal was holen und so. Also mal gucken, Leute. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, dass ich Pelé bekomme. Drückt mir die Däumchen, weil für das Team und allgemein Pelé da vorne drin zu haben im Sturm als Prime-Icon. Mashallah, da muss ich ganz dringend los. Also, da müssen die Gegner los. Übrigens, gestern Abend war ich noch kurz im Discord. An alle, die live dabei waren, wissen, ich habe, beziehungsweise ja, meine Mods und so, haben jetzt einen Discord-Server eingestellt. Ich werde ihn mit euch am Donnerstagabend durchgehen, dass ihr einfach mal seht, was das ist. Discord-Server, wo man halt quatschen kann. Es gibt da Nachrichten, es gibt da Chats, wo man schreiben kann. Es gibt da einen Bereich für die VIPs exklusiv, wo man dann natürlich auch die Teams reinschicken kann und so weiter und so fort. Ganz genau. Also ich denke mal, eine ganz runde Sache für alle. Nicht nur für die VIPs, aber es gibt natürlich für die VIPs auch einen VIP-Exclusive-Bereich, so kann man sagen. Und ja, das stelle ich mir richtig gut vor. Warum? Weil ich dann live auch gegen euch spielen kann und live mit euch sprechen kann, Leute. Das ist doch einfach geil. Genau, und so können vielleicht auch hier und da mal vielleicht... jetzt mal ganz verrückt gedacht, Videos entstehen, ich weiß es nicht, mal gucken, Leute, lasst uns überraschen, oder ich weiß es halt auch noch nicht, wie wir das dann so machen, aber ich finde, Discord-Server hat ja eigentlich so gut wie jeder so einen Discord-Server von, also haben ja verschiedene YouTuber und deswegen finde ich das eigentlich auch nice, so dass man da auch FIFA Mobile News reinhauen kann, dass ihr da auch immer Bescheid wisst, es gibt einen News-Bereich und so weiter, aber da geht mal Donnerstag durch, Leute, im Livestream Donnerstag werden wir das Ganze gemeinsam mal durchgehen. Dann kann ich auch Donnerstag direkt schon mal mit 1, 2, 3 Leute sprechen, die da am Start sind oder mit allen Leuten, die da direkt am Donnerstagabend mit dabei sind. Genau, ich glaube, es gibt auch Discord auf dem Handy, also ihr müsst nicht mal irgendwie am Computer sitzen oder so. Ich mache es natürlich am Computer, weil ich ja mache meine Videos ja auch am Computer. Natürlich spiele ich am Handy, aber ich nehme halt meine Videos und mache sie halt alle so am PC. Genau, so, ich versuche hier Goldmünzen zu bekommen. 50 und nicht nur 10, Alter. Da lohnt sich doch dann keine Free-to-Play-Aktualisierung, Mann. Das ist doch frech. Guckt euch das an hier. Ja, moin. Einfach 50 und 20 sind noch übrig. Und 2x 10. Wahrscheinlich sind das wieder 10. Ja, moin. Dankeschön, EA. Leute, in letzter Zeit habe ich so einen Haufen Scheiß am Fuß. Ich sag's euch. Nicht nur hier jetzt bei den Goldtalern, sondern auch... Obwohl, ich hatte gerade gesagt, gestern hatte ich mit diesen Goldmünzen Glück. Aber bei 1 gegen 1, Leute, was da derzeit abgeht, ne? Junge. Real Talk. Zu wild. Zu krass ist das. So. Ja, 10. Ja, ist vollkommen klar, Leute. Die letzten Goldmünzen sind die 50 Goldmünzen. Perfekt, dankeschön. Jetzt kann ich noch 2 öffnen. Einmal kurz aktualisieren hier. Free to play, seht ihr ja. Gratis steht bei mir. Zack, zack. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt Glück habe. Kommen die goldene Mitte oder unten in der Reihe? Unten in der Reihe. Unten in der Reihe.
unten in der Reihe 10. Okay, den mache ich unten rechts. Bitte, 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 gönn, 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 EA. Mach den Gönjamin. Oh, 20 ist okay. Immerhin besser als 10, logischerweise. So, Werbung habe ich geguckt. Die Shop-Angebote kann ich noch 2 öffnen jetzt in den nächsten 2 Tagen. Und wir werden jetzt folgende Challenge machen von dem Nathan. Der Nathan hat mir eine geile Challenge vorgeschlagen. Ich soll mir Matheus Cunha kaufen, die Basiskarte. Cunha feiere ich ja persönlich. Ich hoffe nicht, dass er... Oh, guck mal. Hier kam sogar Paris. Ich hoffe nicht, dass er zu Paris geht, weil dann wäre Hertha wirklich so, so dumm, weil Cunha ist extremst wichtig für die Berliner. Muss man ja einfach mal sagen. Ich muss dann 3 versus Angriffsspiele machen und ich muss oder ich darf nur mit Cunha die Tore machen, Leute. Andere Tore zählen nicht und ich muss halt diese 3 Spiele gewinnen. Und ich darf halt nur mit Cunha die Dinger machen. Sollte ich 3 Spiele gewinnen, muss ich gar nichts machen. Also gibt es keine Bestrafung. Sollte ich 2 Spiele gewinnen, gibt es Milch mit Pfeffer, 2 Schlücke. Ein Spiel Milch mit Pfeffer und Salz, 3 Schlücke. Und wenn ich alle 3 Spiele verloren habe, muss ich Pfeffer, Salz und Leberwurst schön verrühren und dann trinken. 5 große Schlücke. Danke Nathan, vielen Dank für diese eklige Challenge und für die eklige Bestrafung. Ich kann euch direkt sagen, sollte ich die Challenge heute nicht schaffen, sollte ich 2 Spiele gewinnen. Ein Spiel gewinnen. Ich kann die Bestrafung heute noch nicht machen. Ich habe zwar Pfeffer da, ich habe Salz da, aber Milch habe ich nicht im Haus. Leute, Milch habe ich nicht im Haus, weil ich bin sowieso Laktoseintoleranz und ich habe immer solche kleinen Tabletten, wenn ich irgendwie so Milch trinke oder Schokomilch, ein Kakao oder so, nehme ich immer diese Tablette, dass ich da nicht danach irgendwie 2 Stunden direkt auf den Pott muss und mein Geschäft erledigen muss. Null. So, dann kaufen wir uns mal Cunha. Bedeutet, Leute, ich werde die Bestrafung dann in den nächsten Tagen machen. Sollte ich heute kein Spiel gewinnen. Aber ich finde das mit dem nicht hochtrainieren. Kauf dir Basis. Also das schon, also so mindestens auf 80 sollte man Cunha schon machen, finde ich. Ist das ein Deal? Darf ich das machen jetzt einfach? Oder der Nathan hat da geschrieben, ja, kauf dir den Basisspieler, stell ihn in den Sturm. Aber er hat ja nicht gesagt, dass es verboten ist, Cunha hochzutrainieren, oder? Wie sehe ich das? Weil mit einem Goldspieler zu spielen gegen einen 100er Keeper finde ich schon wieder, das ist ja eigentlich, wieso spiele ich da eigentlich denn überhaupt, wisst ihr? Ich glaube, ich mache das so, ich trainiere ihn auf Elite-Spieler-Niveau hoch. Ich hoffe, das ist okay. Ist es für euch okay? Ich hoffe, ja. Außerdem sieht ein Cunha als Elite-Spieler viel, viel geil aus. Guckt euch das an. Matheus Cunha, bam, bam. So werde ich jetzt reingehen. 140er Team. Puh, schauen wir mal, ne? Versus Angriff daddeln wir. Versus Angriff zocken wir. Division Rivals, Rivals. Da habe ich derzeit 1 Million Fans. Eigentlich habe ich diese Woche noch nicht gespielt, weil umso mehr Fans, desto schwieriger wird es, desto bessere Gegner bekommt man. So sollte es eigentlich sein. Bei EA weiß man es halt nie. Wir gehen rein ins erste Spiel. Und Cunha muss treffen. Cunha muss treffen. Und ja, wenn ich mit Neymar ein Tor mache, wenn ich mit bestem Tor mache, ist das Spiel automatisch verloren. Das hat er noch dazu geschrieben, der Nathan. Ihr habt es gelesen. Ihr habt es gelesen, aber das erste Spiel ist in Ordnung. Ich habe 40% tolle Chancen. Ich hoffe, dass die da alle Cunha machen kann. Cunha, 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 Cunha. Ist er das? Das ist er. Matheus. Cunha, Matheus Cunha, boom, erstes Tor von unserem brasilianischen Wunderkind, nein, oh, ich wollte gerade schießen, ach nee, ja, jetzt muss ich den Freischuss sogar weghauen, perfekt, oh, Zidane, und da ist Neymar, ja, moin, das ist wieder Neymar, wo ist denn Cunha, Alter, Leute, ich mache die Challenge mit Cunha und Cunha ist einfach nicht im Sturm, perfekt. Danke, ich liebe es. Danke, Cunha. Kanté, Zidane, Cunha wieder nicht am Start. Das ist so lächerlich, Digga. Guckt euch das an. Wo ist denn Cunha? Und ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass Cunha eine Defensivarbeitsrate hat. Cunha ist wieder nicht da. Cunha ist wieder nicht da. Ja, GG an den ersten Gegner. Ich habe verloren, weil Cunha einfach nicht einmal im Sturm steht. Da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Leute, also ich bitte euch, wie hätte es hier mit einem Goldspieler ablaufen sollen? Junge, ja, danke Cunha, zweites Tor, aber es bringt gar nichts mehr. Es bringt gar nichts. Diese Challenge ist schon wieder zu wild, ne? Zu wild, ja, ja. Ich kann eh jetzt aufs Tor schießen, ich habe eh die Challenge verkackt. Das erste Spiel verloren. Also nicht die Challenge verkackt, sondern das erste Spiel verloren. Das heißt, ich habe jetzt schon mal safe Milch mit Pfeffer. Habe ich jetzt schon mal safe. 2 Stücke. Danke, Nathan. Echt.
Das werden wir dann, vielleicht mache ich das sogar live, dass ihr das mal live sehen könnt. Oh, live die Bestrafung zu machen ist auch, Bruder, gar keine gute Idee eigentlich. Aber aus dem Grund, dass ich es euch jetzt gesagt habe, wollt ihr wahrscheinlich alle, dass ich das live mache, oder? Hoch. 137, jawohl, danke, lieber Gegner, danke, liebes Electronic Arts Team, lieber Frank und Co. Obwohl, nicht Team, sondern lieber Frank, weil mehr sitzen da ja nicht in Kanada, glaube ich. So, er schickt mir ein Däumchen nach oben, danke, lieber Gegner. Freust du dich über Kunja? Läuft bei dir. Und wieder ist er nicht da. Ach Leute, wie soll ich denn die Challenge gewinnen? Wie soll ich die Challenge meistern, wenn ich nie Kunja im Sturm habe? Das ist er, oder? Ne, das ist Kanté. Das ist Kanté einfach. Alter, ich raste hier gleich aus. Was ist denn das? Ja, und dann hält er den. Dann hält er den. Guckt euch das an. Ja! Ach, ist das schon wieder lächerlich, Mann. Wieso nehme ich eigentlich diese Challenge, wo ich weiß, dass ich da Spiele gewinnen muss mit einem Spieler, der... Ey, das ist doch frech, Alter. Also, wenn ich mit 1 nicht gerechnet habe, ne? Wenn ich mit 1 nicht gerechnet habe, ist es das, dass Kunja nicht im Angriff steht. Also, ich guck gleich... Leute, ich guck mir nach diesem Spiel die Arbeitsraten an. Ich kann eben sie dann aufs Tor schießen, weil ich schaffe eh nicht mehr zu gewinnen. Kunja macht die... wenn Kunja nie im Sturm steht, kann ich auch mit Kunja nie die Tore machen. Okay, das war jetzt Kunja. Ich nehme mich zurück. Tut mir leid. Nehme ich zurück. Ich hätte gedacht, das ist schon wieder Neymar. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Ja, jetzt ist er wieder nicht da. Es ist Best, Neymar, Kanté. Kanté hat defensiv Arbeitsraten. Und er steht im Sturm. Kanté steht im Sturm und Kunja nicht. Wen wollt ihr hier hops nehmen? Wen wollt ihr hier hops nehmen? Hallo? Also, ich bitte euch. Was hatte ich euch vorhin gesagt? In letzter Zeit hab ich so einen Haufen Scheiße am Fuß. So, Arbeitsraten von Kunja. Wenn er jetzt defensiv hat, der hat Arbeitsraten von Mittel-Mittel. Arbeitsraten von Mittel-Mittel und Kanté? Kanté hat eine Arbeitsrate von Mittel-Hoch. Also Abwehr hat er hoch, Angriff Mittel. Und wieso steht denn Kanté bei gefühlt von 10 Angriffen 5-mal Kanté im Sturm? Kann das mir jemand erklären? Nee, wahrscheinlich nicht, weil es auch einfach keinen Sinn macht. Meine Herren, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass hier die dritte Folge in Folge, schon wieder so mit so einem Salzgehalt ist. Aber es tut mir leid, es regt mich auf, Mann. Es regt mich auf. Junge, Alter. Meine Herren, wenn ich das Spiel jetzt gewinne, habe ich wenigstens ein Spiel gewonnen und muss Milch mit Pfeffer und Salz trinken. Oh, 129er Team, Leute. Es ist vielleicht... Ja, komm, gönn, weil die Leberwurst, oh, das stelle ich mir so ekelhaft vor, danach Leberwurst reinzumachen. Leute, er hat Gegnerangriffe, das heißt, die Tore zählen ja, da kann ich ja nichts für die Gegnerangriffe. Oder Gegenangriffe, nicht Gegnerangriffe, ja, das muss ich hier spielen. Und das muss ich ins Aushauen, weil ich darf halt den Freistoß nicht reinmachen mit Roberto Carlos. Ja, und Kunja, wieder nicht am Start. Ey, wen wollt ihr hier hops nehmen? Wen wollt ihr hier bitte schon hops nehmen? Also wenn er den jetzt macht, dann weiß ich auch nicht. Ja, das war klar. Da ist er. Matheus Cunha. Gönn, Alter. Ja, Zidane im Sturm. Da ist er doch, ne? Da ist er doch. Matheus Cunha. Zweites Tor. Er steht aber 2-2 jetzt. Es steht 2-2. Und Cunha ist wieder meilenweit. Doch, da ist er. Nicht auftreibbar. Sagt man das so? Das ist Neymar. Das ist da oben Cunha. Ja, wie soll ich denn da nach vorne kommen mit einem 80er Elite-Spieler? Ja, da ist er. Komm. Cunha. Genau solche Angriffe brauche ich, Mann. Genau solche. Ist das da oben? Das ist er doch. Und der Keeper ist dran. Och nee, Alter. Ab ins Aus. 3-4. Oh, Challenge. Oder? Jetzt mit der Hacke zurück. Cunha. Oh, Challenge verkackt, glaube ich.
Also vielleicht ein Unentschieden. Ich weiß nicht, was dann beim Unentschieden passiert. Das könnt ihr dann sehr gern unten reinschreiben in die Kommentare. Kunja mit dem 4-4. Kunja mit dem 4-4. Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare, was jetzt passiert. Ich würde sagen, ich habe zwar kein Spiel verloren, aber ich habe ja auch nicht 3 verloren. Also wenn ihr Mitleid mit mir habt, dann trinke ich am Donnerstag im Livestream Milch mit Pfeffer und Salz. Und ich würde sagen, nicht 3 Schlücke, so wie es der Nathan gesagt hatte, sondern 4 Schlücke. Weil ich habe ja unentschieden jetzt gespielt. Ihr habt es ja gesehen, Leute. Kunja stand nie im Sturm. Was soll ich denn da machen? Wie soll ich denn dann mit Kunja Tore machen, wenn er halt nie im Sturm steht? Also, keine Ahnung. Vielleicht machen wir es nächstes Mal nicht nur ein Spieler. Vielleicht machen wir dann alle Angreifer oder alle Offensivspieler. Aber dann ist ja meine Gesamtbewertung. Ach, keine Ahnung, Leute. Lasst eurer Fantasie freien Lauf bei den nächsten Challenges. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.